So, Fight 24 zurück auf der Fight Night 2022 im K3N von Nürtingen. Wir machen weiter im Programm mit dem nächsten Kampf. Kickboxen bis 75 Kilo, 3x2 Minuten. Zumindest wurde es uns so angekündigt. Nicht, dass man sich jetzt doch auf K1-Regeln verständigt hat. Mohsen Ismaili vom Exit Asia in Freiburg. Und er trifft auf Lokalmatador Igor Djakovic, Kampfsportakademie Nürtingen. Die sitzt hier nur, ja, 50 Meter hier von der Location entfernt. Aus dem Ausgang raus, zweimal links und schon ist man da. Betreiber Ertekin Aslan ist hier aus der Szene schon nicht mehr wegzudenken. Ja, und in diesem Kampf, die Fanlager machen sich bemerkbar, natürlich vor allem von Igor Djakovic. Er muss ja immer ein bisschen Reichweite überbrücken, Reichweitenvorteile, die Ismaili hat. Ist natürlich wichtig, dass der Freiburger das natürlich auch konsequent und kontinuierlich einsetzt. Ja, nicht der... so weit in Infeld kommen lässt, sagt sich natürlich immer so einfach. Da muss Djakovic schnell reagieren. Das macht Ismaili sehr gut bisher. Er ist auch ein Tick immer früher an der Aktion. Jetzt kommt Djakovic. Das ist natürlich die Distanz, die der Nürtinger auch braucht. Bisher hält die Deckung von Ismaili dem Angriffsbemühungen des Nürtingers stand. Erste Runde gleich vorüber. Und ich denke auch, dass sie in die Ecke des Freiburgers gehen dürfte. Ja, den Gong hat man jetzt nicht wirklich gehört. Gerade wenn es ein bisschen lauter wird, kann das natürlich auch sehr gefährlich werden. Mal gespannt, was die beiden nächsten Runden noch bringen werden. Aus der blauen Ecke vom Exit Asia in Freiburg. Unser Gegner, Lokalmatador Igor Djakovic von der hiesigen Kampfsportakademie.
Ja, jetzt muss Ismaili wieder aufpassen, wenn Djokovic so nah an ihn rankommt. Aber bisher macht das der Freiburger wirklich gut. Wenn dann da auch der Treffer kommt von Djokovic, dann steckt er die gut weg. Da melden sich die Fans von Igor Djokovic noch einmal. Oh, da kommt er gut ruhig. Und dann setzt er natürlich auch gleich nach. Ah, da muss Ringrichter Goran Filipovic schon aufpassen, dass er auch den Gong wirklich hört. Eine Runde steht noch aus. Ich bin überzeugt, so wie die letzte eben verlaufen ist, das wird richtig intensiv werden. So, die dritte und letzte Runde in unserem Kickbox-Duell zwischen Mohsen Ismaili, die blaue Ecke, und Igor Djokovic, der Lokalmatador aus der roten Ecke. Die Fans von Igor Djokovic melden sich auch gleich wieder lautstark zu Wort, wie sie es auch schon in den Runden davor gemacht haben. Wohl wissend auch, ihr Mann braucht die Unterstützung, weil nach Punkten, ich denke, dürfte der Freiburger in Führung liegen. Er ist auch der aktivere Mann. Er muss halt nur aufpassen, wenn Djokovic rankommt, wenn er die richtige Distanz hat, dann, so wie hier die linke, die schlägt dann auch schon richtig ein. Kommt Djokovic wieder ran. Aber dem Nürtinger läuft jetzt auch etwas die Zeit davon. Ja, das war jetzt kein Niederschlag. Das war jetzt nicht der Wirkungstreffer, den es braucht, damit ein Kämpfer auch angezählt wird. Ja, die linke nochmal gut reingeknallt von Djokovic. Aber dem Nötigen hat er immer im Kampfverlauf so ein bisschen auch die Distanz gefehlt. Das richtige Distanzgefühl zu haben, um auch die wirklich guten Bewegungstreffer anzubringen, so wie jetzt hier in den letzten Sekunden dieses Kampfes. Wir schauen mal, was gleich die Punktrichter gewertet haben. Même tourner les pages du ligue. Quand pareil est un
Das offizielle Urteil. Einstimmiger Sieger nach Punkten. Der Kämpfer aus der blauen Ecke, Mohsen Esmaili. Also ich denke, beide haben einen tollen Kampf geliefert und die Kämpfer können am wenigsten dafür. Und ich glaube...